So, Julie. Ja? Ich habe eine Frage. Ja, bitte schön, schießen Sie los. Lebst du im absoluten Ist-Moment? Jetzt, im Moment gerade, ja. Sehr schön. Was bedeutet es für dich, im Ist-Moment zu leben? Sich auf das Jetzt zu fokussieren und nicht abzuschweifen mit seinen Gedanken und seinem Willen. Und Gefühlen? Und Gefühl natürlich auch. Ja. Ja. Man muss immer ganz bei der Sache sein. Also es ist manchmal etwas schwierig, weil die Gedanken automatisch schweifen. Das ist ja unwiderruflich. Aber es gibt da so ein paar Übungen, die man machen kann. Zum Beispiel, um seinen Willen zu trainieren, kann man sich eine Kerze anmachen. Ja. Und dann guckt man in die Flamme rein. Guckst einfach und konzentrierst dich nur auf die Flamme. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen und woanders hingehen und nicht mehr im Ist-Moment sind, dann fokussierst du dich wieder auf die Flamme. Du und die Flamme, das muss eins sein. Du und die Flamme. Du und die Flamme. Ja, also ich das ist. So ein bisschen Erfahrung beim Meditieren. Und da ist es so, dass man sich auch gut fokussieren kann, wenn man im Gedanken sagt, ich bin hier und jetzt. Ja. Und wenn andere Gedanken kommen, zum Beispiel in die Vergangenheit denkend oder in die Zukunft denkend, dann nimmt man das wie Wolken und schiebt sie vorbei. Genau. Das ist auch eine sehr schöne Übung. Genau. Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall sollte man, wenn wir so einen schönen Tag und Moment haben wie jetzt, jede einzelne Sekunde und Minute genießen können, ohne dass uns Zukunfts- und Vergangenheitsgedanken genau. Und deshalb nerven. Lasse ich den jetzt auch erstmal an mir vorbeikrüßen. Ja. Ja. Okay. Weil ich habe keine Eile. Nee. Wir haben überhaupt keine Eile. Wir haben den ganzen Tag vor uns. Sehr schön und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Jetzt geht's erstmal zum Zähne. Ja!